Ich heiße Melanie Kirchhoff, bin 49 Jahre alt und bin seit 2006 beim Caritasverband Olpe als Krankenschwester beschäftigt in der ambulanten Pflege. Also tatsächlich wollte ich das als Kind schon, das habe ich dann in die Tat umgesetzt. Eigentlich alles. Ich finde es vor allen Dingen schön, dass, ja, dass ich eine Beziehung zu den Kunden habe, vor allen Dingen zu denen, wo ich eben öfter hinfahre, die so in meiner Stammtour sind, dass ich da ja, schon alles und auch mal mit den Ärzten spreche, mit Angehörigen, also so ein Rundum-Paket eigentlich. Also ich genieße das eben, die Patienten zu besuchen und dazu beitragen zu können, dass sie so lange, wie sie möchten oder wie es geht, in ihrem Zuhause bleiben können. Ich finde, wir haben ein tolles Team, wir verstehen uns alle gut, es sind zum Teil auch Freundschaften entstanden und ja, wir stehen füreinander an. Wir treffen uns regelmäßig natürlich zu den Teambesprechungen, aber wir machen auch darüber hinaus so circa einmal im Monat im Schnitt auch eine Unternehmung privat dann zusammen. Also ich bin schon sehr zufrieden, dass der Arbeitgeber schon versucht, auch wirklich Lösungen zu finden, dass man Familie und Job unter einen Hut bekommt. Ich finde, wir werden gut ausgestattet, wir haben immer den Dienstwagen zur Verfügung. Ich muss nie meinen Privatwagen nehmen, um zu irgendwelchen Kunden zu fahren, es sei denn, jetzt auf dem Heimweg, aber wirklich nur in Ausnahmefällen. Wir haben Winterjacken zum Beispiel auch bekommen. Also solche Dinge, die einfach dazu beitragen, dass die Arbeit so angenehm wie möglich ist. Vertraut und abwechslungsreich.